So, liebe Freunde, willkommen zurück zur Arena. Runde 1 haben wir ja wunderbar abgeschlossen, gleich mal mit einem Sieg. Mal schauen, was uns in der Runde 2 erwartet. Ja, und dann gucken wir mal, was wir alles machen können mit unserem Jägermeister, hätte ich beinahe gesagt. Ja, lass uns mal einen Gegner finden. Da haben wir ihn auch schon. Jawohl, Magier. Okay. 1, 2, 3. Den tun wir noch beiseite. So ein Netzweber ist. Ach, stimmt, wir haben ja die Hyänen hier dreimal dabei. Netzweber habe ich bloß einmal. Im Deck sieht er hier rechts übrigens. Habe ich das mal mit eingeblendet. Ja. Okay. Was macht man? Bringen wir es mal den hier raus. Und machen weiter. Okay, naja. Die typischen Magierkarten am Anfang, hätte ich mal gesagt. Tja. Wir knallen den mal dagegen. Okay, Raptor. 3, 2 und spielen den auch gleich aus. Entschuldigung. So, weiter geht's. Weiter geht's. Na? Also er wird jetzt hier ihn anpingen, logischerweise. Das ist halt immer dasselbe. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Ich glaube, das wird eine schwierige Geschichte hier. Das wird eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich komme auf 4. Auf 4 komme ich. Die Hyäne raus. Na, das machen wir dann. Jetzt machen wir den hier. Und dann könnte ich Diener 5 noch. Okay. Behalten wir. Und weiter. Weil. Vielleicht können wir den Explosivschuss in der nächsten Runde abgeben. Mal schauen, was er hier rausbringt. Legt ein Geheimnis aus einem Schlachtfeld, wenn der stirbt. Okay, ja, es war. Jetzt muss ich, die muss ich leider kassieren hier. So, jetzt können wir Folgendes machen. Wir können natürlich jetzt hergehen. Und können die dagegen laufen lassen. Was haben wir da gekonnt? Da kriegen wir 3 Stück. 1, 2, 3, 4. Und die Hähne dazu. Komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Also, wir schmeißen den hier raus. Legen die Hähne raus. Hyäne. So. Sagen wir, 4-mal haben wir das. Der muss natürlich weg, ist klar. Der muss weg. Ist auch klar. Der muss weg. Der muss auch weg. Kriegt man noch einen dazu? Schade, dass das keine. Nein, habe ich schon mal gesagt. Wenn das jetzt auch noch Wildtiere wären, das wäre auch ein bisschen überpaced, denke ich. So, was muss er hier mit Feuerball oder irgendwas? Muss er jetzt schon mal opfern? Ich glaube, der kostet 4 Mana, oder? Scharf. Alles umsonst. Er lacht C1. Ich bin schon bei 18 unten. Er lacht C1. Lacht er sich wirklich 1? Das ist jetzt die Frage. Nee, wir. Kämpfe meiner Seite. Das ist gut.
einem scheiß Geheimnis hier. Komm, leg dein Geheimnis aus. Ein Dreiergeheimnis. Schauen wir, was es ist. Das ist es schon mal nicht. Also Eisblock, nicht Eisblock, Rüstung ist es nicht. Vielleicht ist es, wenn ich hier einen Diener ausspiele oder irgend sowas oder so ein Konter. Naja, mal gucken. Oh, er geht voll auf Angriff. Oh, er macht das so. Okay. Ach Gott. Was haben wir denn hier? Der Held ist immun, wenn er angreift. Der Held ist immun, wenn er angreift. Gucken wir mal, ob er das Geheimnis ist. Auch nicht. Wird er wiederbelebt? Aha. Mana-Würms hat er jetzt praktisch da drüben. Okay. So, jetzt muss ich mal zeigen, dass wir hier ein bisschen rankommen. Komm, weg. Ja, wird nicht leicht. Wird nicht leicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Davon hat er natürlich jetzt eine ganze Menge von diesen Viechern. Der Verwandler. Ja, ja, gut. Ja, mach mal. Komm. Cool. Wie machen wir das jetzt, Freunde? Wir kicken ihn einmal an, oder? Ihn einmal an. Gut, das war sehr offensichtlich. Das war. Jetzt wird er erstmal mit diesem angreifen, um die Sprengfalle auszulösen, vermute ich. Nee, komm, mach's nicht so spannend, wegen hier ein Leben. Na komm. Jawohl. So. Gut. Ja, gut. So, dann leg mal deine Karten raus hier, komm. Ist natürlich eine schöne Karte hier, ne? Euer Held ist immun. Ach, das, dieses Vieh geht mir so auf dem Senkel so langsam. Tretet bei oder sterbt. Oder beides. Oder beides. So. Was macht denn der für einen Schaden? Was macht der hier? 5 und 2. So. So. Haben wir jetzt noch 5 Angriff und 1 sind schon mal 6. Vielleicht, nein, Fass haben wir nicht mehr. Wir hätten noch im Angebot. Die Wahrheit ist mein Schild. Ja, okay. Den ping mal an. Den ping mal an und nehmen den raus, weil wir sind im Mund. Das ist super. Oh, fast noch besser. Geladen und entsichert. Fast noch besser, Freunde. Fast noch besser. Fast noch besser. Zack, bam. Und weiter geht's. 7. Naja, ich. Den Kodo hätte ich noch. Sonnenläufer ist noch im Deck. Die Eulen. Ein Arkaner Schuss, muss noch zweimal das sein. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier, dass der. Na, hoffentlich kommt er nicht wieder. Das ist wieder so eine Dupliziergeschichte, pass auf. Hm. Was haben wir im Angebot? Scheiße.
das ist kacke. So, jetzt nehmen wir mal den hier. Ich jage allein. Feuer! Ist es Eisblock? Nee. Das war's. Wurde vernichtet. Okay, na gut, wir haben noch. Ja, wenn er jetzt meine Waffe nicht zerstören kann, hat er eigentlich verloren. Das sind fünf. Außer. Nee, Quatsch. Was erzähle ich denn für ein Mist? Er kann ja noch einen Spotter raushauen. Mein Schild für Argus. Okay. Es ist halt. Ja. Gut. Okay, jetzt machen wir folgendes. Jetzt wird er kotzen auf der anderen Seite. Kennen wir alles. Ist halt. Ist nicht schön, gebe ich zu. Aber was willst du machen, ne? Kennt ihr den schon? Und weg. Bei irgendwer habe ich mich jetzt ein bisschen verpeilt hier, oder? Kann das sein? Ich jage allein. Na gut. Den hier. Komm, Feuer frei hier und weiter geht's. Zacki. Zack, zack. Was kann er machen? Er kann es über Seite sprengen. Er kann es nicht. Er ist raus. Juhu. 2-0. Das ist ja fast wie in der letzten Serie. Mit dem Magier stand es auch 2-0. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das gut ist. Weil es kommt natürlich, die Gegner werden jetzt nicht einfacher. Aber ich sag mal, für den Beginn nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir ziehen noch einen hinterher, oder? Ja, kommt. Machen wir. Das machen wir doch. Da hängen wir noch einen dran. Ich fand, es sah am Anfang nicht ganz so gut aus. Hat sich aber dann im Laufe des Matches dann doch nochmal gedreht. Aber wie gesagt, das ist halt auch. Man braucht halt auch ein bisschen das Kartenglück dann in dem Moment, ne? Wir sind zuerst dran. Den tun wir mal noch raus. Den lassen wir da. Wieder mal. Ja, das scheint hier doch eine prima Sache zu sein. So. Gut, was haben wir da? Okay, passt. Weiter geht's. Weiter geht's. Er macht nichts. Das ist halt, was wir sagen. Dann schmeißen wir hier diesen Krabbler raus, oder? Geisterhaften Krabbler, genau, so schimpft er sich. Ja, gut. Er hat noch die Münze. Ja, er hat noch die Münze. Was soll ich nur tun? Guck mal, was er machen kann. Ja, er schmeißt sie. Okay, also gucken wir erstmal, was es ist, was es sein könnte. Jawohl. Rüstung. Okay. Gut, Rüstung ist gut. Für ihn. Schauen wir mal, wer kommt hier? Micha wäre gut. Ah, prima. Also, hat er das jetzt gehört oder was? Echt klasse. Super Sache. Ja, aber er muss investieren. Er muss investieren dafür und ich sag mal so, ich könnte natürlich jetzt hergehen. Und ich werde es auch so machen hier. Mein Schild für Argus. Ja. Ja, es langt sein Feuerball diesen Zweier hier erstmal nicht. Muss ich schon wieder irgendwas anderes investieren. Was kommt? Okay.
gut. Hat er ganz gut gelöst, muss ich zugeben. 5, wir schmeißen den raus. Und den hinterher. Jawohl, und immer weiter. Jetzt haben wir es mal die Rüstung durchbrochen. Naja. Okay, Mana-Würm. Mal schauen. Was macht er? Scharf, okay. So. Dann könnten wir machen. Ein Schuss, ein Treffer. In die Bresche. So, ne? Mal gucken. Todesfürst, wunderbar. Da hat er natürlich jetzt Pech gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat er jetzt richtig Pech gehabt, dass ich hier die richtige Karte da habe. Ich muss fast sagen, das ist ja eine geile Karte. Komm. Tut mir leid. Also, war ein bisschen unschön, gebe ich zu. Ich habe ein gutes Gefühl diesmal, dass ich das Ding hier gewinnen kann. Ich hoffe, ich tue mich jetzt hier nicht selber... Ich sag mal, überschätzen, unterschätzen, überschätzen. Aber das schaut doch ganz gut aus. Es liegen hier, ja, ist gut, ich könnte einen Flammenstoß machen, aber da kommen wieder zwei dazu. Wenn er überhaupt eine Hand hat, hat er nicht. Ja, dann war's das, glaube ich. Nee, war's doch. Ah, kommt noch was. Aha. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Dann machen wir das jetzt einmal so. Dann schmeißen wir den mal hier rüber. Okay. Das haben wir. Es sind 11 denn da oben. Ich habe hier 8. Wir kommen auf 10. Wir kommen auf 10. Ich frage mich, ob. Na gut, hey, probieren wir es einfach mal. Eine Minute. Feuer! Auf in die Bresche! So. Tun wir den Kodo raus oder hier immer noch eine Hyäne? Genau. Auf geht's. Den Rest behalten wir. Gut gespielt. Ja. Diese Runde geht. Danke. Das ist ja fast schon nicht zu glauben. Ups, das habe ich so schnell weggeklickt. Super Sache. Also das war ja 3 Siege in Folge. Ich würde sagen, Wahnsinn. Ganz ehrlich. Ich glaube, das war bei mir selber noch nie da. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es weitergeht. Ja, ich bin baff. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao, euer Kingson.